Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Andy Royal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir in den U-Bahn-Tunneln hier rumgestöbert und jetzt sind wir immer noch in den U-Bahn-Tunneln, um hier uns nach Diamond City, oh geil, vorzuarbeiten und den Tresor zu knacken. Hoffentlich lohnt sich der ganze Mist hier auch. Bis jetzt war es sehr, sehr anstrengend, hier durchzurennen. Den ganzen Weg. Aber mal schauen, wie es hier noch weitergeht. Okay, jetzt sind wir hier. Ich dachte, das hast du Schlappen an. Wenn du nicht von Typen bezahlt, der Schlappen an hat. Oder Pantoffeln. Was das gleiche ist, oder? Nein, unter die beiden ist ein gravierender Unterschied. Wir brauchen Sonja hier. Sonja, du weißt, was sie zu tun ist. Okay. Warum ist denn da noch jemand? Ha, zu spät. Ha, kannst du wohl zu spät, ne? Ah, schön, geht weiter. Warum nehme ich dich eigentlich mit? Du scheinst mich irgendwie insgeheim töten zu wollen. So, mal jetzt hier weiter. Das glaubst du? Hey. Fleisch, bevor werden schlecht. Was denkst du, wie es da zwischen uns läuft? Andere Menschen, schlau, aber schwach. Strong bleiben jetzt bei Mensch. Okay. Ich drücke X, aber passiert nichts. Die waren kaputt. Mel. Wenn Bobbys Angaben stimmen. Ich drücke, passiert. Ah! Mann! Sonja! Mel! Bobby! Strong! Ah, okay, wir sind schon da. Da ist ja schon zwei Parts. Wir sind endlich da. Kann sich darauf mal verziehen, ich möchte mal gerne mal sehen. Sind wir schon da? Bobby. Toll, jetzt habe ich nasse Socken. Also, wir sind direkt unter dem Tresorraum von Diamond City. Ist das wirklich der richtige Ort? Ich habe alles kartografiert und glaube, Diamond City müsste etwas weiter nördlich liegen. Für mich besteht da kein Zweifel. Wie wäre es dem Boss ein wenig zu vertrauen? Tja, das können wir einfach rausfinden. In Ordnung. Gehen wir nach oben. Wenn ich mich irre, tja, dann finden wir einen anderen Weg. Wir müssen aber noch irgendwie da hochkommen. Mel? Glaubst du, dein Roboter funktioniert hier? Schau dir das an. Das Fundament bröckelt ja schon. Eine Sprengung von Sonja und der Boden würde sofort einstürzen. Tja, dann mach es. Wir sollten vorher den Raum verlassen. Einstürzendes Fundament und so. Also, dann alle raus hier. Sonja, mach dich bereit für eine Sprengung mit maximaler Kraft. Okay. Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist denn der schlimmste Ort, in dem wir landen könnten? Unter dem wir landen können.
So. Jetzt geht's los. Klang nicht gut. Hoffentlich stimmt mit Sonja alles. Also, dann mal nichts wie rein, Tresorraum. Aus dem Tresorraum kannst du einen neuen Roboter bauen. Konzentrier dich auf den Auftrag. Okay, Frage ist jetzt, sind wir hier richtig? Vor allem, das wird bestimmt jemand gehört haben, wenn das hier Diamond City ist. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht richtig. Und habe ich hier schon mal? Hier sieht alles so geplündert aus. Woher war einfach nie was drin? Gut, wo sind wir jetzt hier? Tresorraum, wir sind im Tresorraum, okay. Das ist auch schon mal gut. Hoffentlich findet niemand heraus, dass ich dabei bin. Weil irgendwas spricht sich immer herum. Ja. Hancock, Mel hatte recht. Das ist nicht Diamond City. Na und? Das ändert doch nichts. Es bleibt derselbe Auftrag. Ich sehe schon. Den anderen ist das auch nicht klar. Toll, nasenlos. Ihr seid gerade in Hancocks Tresorraum eingebrochen. Ihr wisst schon. Hancock, der Bürgermeister von Good Neighbor. Verdammt, Bobby. Hört mal, ich weiß, ihr hattet was anderes erwartet. Aber hier geht es um eine Menge Kronkorken. Hilf mir, sie auszuschalten. Dann gehört alles uns. Wir beklauen hier Hancock. Der ist eher ein nachtragender Typ. Gegenangebot. Geht einfach zurück in den Tunnel. Dann vergessen wir, was passiert ist. Was meinst du? Was ist hier los, Bobby? Warum hast du uns angelogen? Niemand, der bei Verstand ist, würde mir helfen, Hancock zu bestehlen. Entweder man hat eine Heidenangst vor ihm oder liebt ihn abgöttisch. Er glaubt, er sei unverwundbar. Ich wollte ihm zeigen, dass er sich irrt. Komm schon, Bobby. Wenn wir gehen, kommen wir wenigstens lebend davon. Ich bin nicht so weit gekommen, um mit eingezogenem Schwanz wegzulaufen. Du bist entweder für mich oder gegen mich. Okay. Du hast uns belogen, Bobby. Und dafür musst du zahlen. Das kannst du mir nicht antun. So sollte das nicht laufen. Strong hat das gefallen. Weißt du was? Gut. Mehr für mich. Ausgezeichnet. Ja, es ist ja schon nicht gefallen, in Diamond City einzubrechen. Aber hier schon wieder was Persönliches. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Bei mir. Ich habe echt die Erfahrungspunkte bekommen. Die hat mir den Rest gegeben, ehrlich. Ich muss sagen, ich bin nicht wirklich damit einverstanden, wie das gelaufen ist. Du hast das. Bleibst du hier, verdammt?
Ey, ich will ihn ansprechen, der läuft die ganze Zeit weg. Ja. Mel. Was für eine Zeitverschwendung. Was für eine Zeitverschwendung. Na gut. Muss ich mit ihr jetzt sprechen? Du hast das falsch. Wie, ich habe das Falsche getan. Hi. Du hast das Falsche getan. Entschuldigung für den Ärger. Der Boss wird es verstehen. Du wusstest nicht, was du tust. Hier, nimm das. Eine Anerkennung dafür, dass ihr das Richtige getan habt. Jetzt habe ich auch einmal das Richtige getan. Boah. Steckt das Ziel im Brand und verursacht 15 Punkte. Wow. Hancock wird erfreut sein, von deiner Loyalität zu erfahren. Du solltest mal persönlich vorbeischauen. Es ist besser, sich mit Hancock gut zu stellen. Glaub mir. Ich muss mal Geld. Das glaube ich auch. Brauch einen Stecherverschluss und hölzernen Kolben. Oh ja. Okay. Strong. Hey. Vielleicht nicht mit Hancock springen. Hi, Strong. Neue Pläne machen. Reden. Das war alles. Reden, verdammt was. So, tu mal für mich ein paar Sachen hier schleppen. Aber wer du benutzt hat. Ja, nur mit Nudelholz. Haha, Strong mit Nudelholz. Das wäre doch geil. So, ich gebe dir die Sachen, aber du kannst die ja bestimmt nicht benutzen, wenn ich dir keine Munition gebe, ne? So. Allein schon wegen der Minigun war es schon lohnenswert. Ich habe nur eine sehr beschissene Minigun, die mehr Schaden anrichtet, wenn der Gegner volle KP hat, was bei einer Minigun irgendwie nichts bringt, weil ich damit hunderte von Schüssen abgeben muss. Das heißt, der allererste Schuss, welcher nicht so stark ist, wird dann mehr Schaden anrichten und das war's. Also das ist jetzt nicht so geil. Entschuldigung? Das ist die schon ein bisschen besser. Da brauche ich den Schlüssel. Okay. Ja, die war für mich ein bisschen einfach, muss ich sagen. Er hat uns von Anfang an belogen, hat gesagt, ja, Diamond City. Also ich war irgendwie damit zufrieden, Diamond City auszurauben, solange niemand davon mitbekommt, weil so rein mit Diamond City bin ich jetzt auch nicht. Aber kommt der, sagt einfach nur, ja, das lag einfach nur daran, weil ich den Typen nicht gemocht habe und so. Und jetzt, weiß ich nicht, muss er irgendwie dafür bezahlen. Und das, so was muss ich jetzt nicht unbedingt stehen. Gut, dann können wir hier raus, anscheinend. Mit Hancock müssen wir aussprechen. Also gut, wir sind da schon in Dingen, ich wollte aber schon sagen, ein bisschen zu nah war für Diamond City. Au. Dann komme ich hier raus, da. Keine Wackelpuppe oder so. Mann. Commonwealth. What? Okay. Mit den VANS wird das Vortec-unterstützte Navigationssystem aktiviert, das ihren Weg zum nächstgelegenen Quizziel weist. Wozu brauche ich denn das? Gibt auch irgendwie eine Perk, wo ich irgendwie sehen kann, wie viel schadensresistent mein Gegner hat. Verbringt mir das bitteschön. Ja toll, dann weiß ich, wie viel mein Gegner aushält. Macht den Kampf auch nicht einfacher. Oh, da haben wir ein paar gute Waffen bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar.
NH und M Frachtdepot. Okay. Okay. Ich würde dann sagen, wir gehen nach Hause. Oder? Oder reden wir noch mit Hancock? Reden wir noch mal mit Hancock. Ein paar Sachen verkaufen und so, wenn es geht. Bestimmte Terminals eine neue einzige Funktion, wie beispielsweise die Fähigkeit, Scheinwerfer oder Geschütze zu steuern. Okay. Ich habe den Source Code für Dingens mal bekommen, für Protectrons. Aber was bringt mir das? Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur. In Ordnung. Klar. Ich schau mal, was du hast. Dann starten wir den. Mein Gott. Extrem close-up schon wieder. So, die brauche ich glaube ich nicht. Die können weg. Oh, du hast gar keinen. Boah. Okay, Hancock, was geht? Geht mal noch mit dir und dann gehen wir nach Hause. Kann ich meine Sachen alle einlagern und so? Wenn's geht. Die Power Armor auch mal ablegen. Meine Fresse. Was für eine Blechbüchse. Wie bitte? Ich versuche sauber zu bleiben. Also bring mich nicht dazu, was geht. Bürgermeister Hancock? Ach, wenn das nicht Bobbys kleiner Einfallspinsel ist. Hier, für den Schutz meines Verstecks. Weise Entscheidung, Bobby so abzuservieren. Bobby hat mich reingelegt. Sie hat bekommen, was sie verdiente. Tja, so läuft das hier für gewöhnlich. Ich sag's dir, dieser kleine Dreispitz wird langsam echt schwer. Werde ich langsam zu diesem Mann? Zu einer Art Tyrann? Ich verbringe die ganze Zeit damit, Leute runterzuputzen, mit denen ich vor einigen Jahren noch stolz was ausgeheckt hätte. Ich muss mal wieder unterwegs sein. Mich auf das Wichtige konzentrieren. Frei zu leben. Schließ dich mir an. Wenn du raus willst, warum kommst du nicht mit mir mit? Ja, das gefällt mir. Du siehst mir nach der rechten Art von Ärger. Und er ist ein cool Gefährten. Lass mich nur erst mit meiner Gemeinde reden. Ihnen die Neuigkeit verkünden. Hat er jetzt eine Rede oder was? Okay. Muss ich Strong mit meinen ganzen Klamotten nach Red Rocket hinschicken? Oder mal ein Ghoul an unserer Seite, ist auch mal was. Hey, kommt alle her! Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Keine Hektik. Nehmt euch genügend Zeit. Hört alle her! Ich mache einen kleinen Spaziergang. Euer furchtloser Anführer geht auf Reisen, um den Dreck zu spüren und nicht zu vergessen, wie es sich anfühlt. Du kannst nicht gehen, Hancock. Wir brauchen dich. Hey, im Geist werde ich immer hier sein, mein Guter. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer Beziehung. Manchmal muss man kurze Zeit getrennt sein, die Sache abkühlen lassen, sich daran erinnern, wer man ist. Deshalb gehe ich. Ich bin immer noch euer Bürgermeister. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Aber ich muss mal wieder aus meinem bequemen Leben raus. Denn wir alle wissen, dass es sich niemand an der Macht zu lange bequem machen darf. Welche Stadt ist die beste im Commonwealth? Wo kann man frei leben? Ohne Vorurteile. Good Neighbor! Aus dem Volk, für das Volk. Und sorgt dafür, dass das keiner vergisst. Hancock?
Also, bist du bereit, loszuziehen? Ja, klar. Legen wir los. Na klar. Cool, guter Kämpfer. Strong zustimmen. Ihr Mutanten seid wohl doch nicht ganz so dumm, was? Okay. Alles klar. Wenn ich so auf den Gitter so landen müssen, so... Okay. Dann auf nach Hause. Nach unseren dreiteiligen Abenteuer in der Kanalisation. Dann haben wir erstmal unsere geile Power Armor hier weg. Und gucken, ja, was ich noch hier für Ausrüstung und so habe, die ich einladen kann. Mehr passiert ja auch noch nicht mehr. Und dann wieder einen neuen Begleiter. Mein Gott, es gibt so viele Begleiter. So viel gab es noch nicht mal annähernd in den anderen Fallouts. Jede zweite Person, die ich treffe, ist irgendwie ein Begleiter. Alles klar. Genau, das habe ich letztens eine Wackelpuppe bekommen. Schlossgang, okay, ja, habe schon eingelagert. So. Ihre Mission Forscher und Städtin des Wiesens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Obwohl sie uns keine Entfernung haben. Ich würde dich mal für etwas Worte trennen. Ach, endlich mal wieder. Brauchst du was? Verpiss dich von dem Teil, ja. So. Was kann man hier alles wegpacken? Ich hatte ja eigentlich alles hier. Kann eigentlich auch weg. Ich brauche meinen rechtes Arm, rechter Arm meine ich. Champion habe ich glaube ich schon ein besseres, ne? 15. Wo habe ich denn hier was mit? Ich irgendwann mal aus Versehen was verkauft? Ja, das hier nehme ich an. Sagen nicht, ich habe aus Versehen mal irgendwann verkauft. So. Ich hatte schon was viel besseres als Champion Richter Arm, hatte ich nicht. Vernichter oder irgendwie sowas. Ah. Jetzt auch da dran, ne? Exa. Ja, mein Schrott, genau. So, jetzt weg. Jetzt wieg ich wieder. Deutlich weniger. Oh, sehr schön. Aber noch voll viel. Komm weg. Ja, der ganze Mist ist noch. So, jetzt bin ich wieder halbwegs weniger. Und das hier wieder wiegt. Wie blöd. Aufgepasst. Okay. Bitte entschuldige, wenn das, was ich sage, nicht immer Sinn ergibt. Ich arbeite daran. Ich will nur warten, bis Strong ist, damit ich eine Minigun oder so was. Ich glaube nicht, dass das Teil ist, weil ich immer an hatte. Zerstörer linker Arm. Ich hatte glaube ich einen Zerstörer rechter Arm oder so. Ich freue mich schon auf das Tageslicht.
Ich hätte echt mal verkauft aus Versehen, das gibt's da nicht. Verdammt. Echt mal verkauft? Oder wo habe ich das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, ich muss mal kurz ein paar Stunden pennen, damit Strong hier ankommt. Der kann meine Minigun und also was hier noch mal ablagern. So, Strong ist ja immer hier, ne? Aber anscheinend nicht. Mann, Strong, wo bist du? Also, warum hockt ihr alle hier unten? Ich habe da oben eine ganze Bungalow gebaut. Strong, warte. Strong mit Mensch gehen. Nein, du handeln. Wir müssen Ausrüstung tauschen. Strong mehr als. Strong mit Mensch gehen. Wieso willst du diese Milch der Menschenliebe finden? Milch? Sein Geheimnis von Menschen. Macbeth sagen, Milch macht Menschen stark. Stärker als Supermutanten. Strong finden Milch. Trinken Milch macht Menschen zum Teufel. Supermutanten stärker als Menschen. Was war das? Noch nicht, aber bald. Beeilen, Strong nicht mögen. Was war das? Ich habe nur eine Atomexplosion gehört. Boah. Boah, finde ich aber nicht gut, wenn ich aus Versehen hier einen Teil verkauft habe. Würde mich echt anpiesen. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Die ganzen Sachen offscreen einlagern und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.